2021, der Caravan-Salon. Er hat richtig große Mobile hier auf Unimog-Basis. Nein, es ist ein Cetros, sehe ich gerade. Er sieht da fast so aus wie ein Unimog. Er ist noch viel, viel größer. Ja, ein richtiger Cetros und das Ganze wahrscheinlich auf 6x6. Ich guck mal gerade, ja, sie nickt, denn Marlene ist neben mir Blissmobil. Sie spricht Niederländisch und wahrscheinlich kommt die Firma auch aus den Niederlanden. Das stimmt. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, ja. Ja, ihr habt ein ziemlich aufwendiges Fahrzeug hier stehen. Es kommt gut an bei den Leuten, aber es ist schon ein ziemlicher Trümmer, muss man sagen. Riesengroß. Das ist riesengroß. Das ist unser größtes Modell. Wir haben noch 5 Modelle kleiner. Obwohl dieses Modell sehr populär ist für die weltweiten Expeditionen. Blissmobil. Erzähl mir mal so 1-2 Takte über Blissmobil, bitte. Wir haben unsere Firma gegründet in 2012, sind mittlerweile mit einem Team von 50 Leuten, fertigen jedes Jahr 40 bis 45 komplette Projekte. Und damit bedienen wir einen weltweiten Kundenkreis. So ist das ja. Die Fahrzeuge, die haben COC oder ist das eine Einzelabnahme? Papiere. Das heißt, ihr seid jetzt Fahrzeughersteller mit europäischen Papieren oder ist das immer zum TÜV? Na, das ist immer zum TÜV. Aber was wichtig ist, wir machen die Boxen und die Zwischenrahmen und im Prinzip ist der Aufbau ist unabhängig von das Fahrzeug. Also okay, verstehe. Können jedes Fahrzeug, solange als die Radstand und das Gewicht passt, kann das aufgestellt werden. Der Kunde kann das Fahrzeug auch mitbringen bei euch, oder? Sehr gerne, ja. Das geht auch. Das heißt also Beratung, man sieht das hier, das sieht schon fast aus wie jetzt ein Euro-Container, oder? Nee, das ist es nicht. Dieses ist ein 20-Fuß-Aufbau, also Sie haben recht, das sind die Maßnahmen von einem Schiffcontainer. Von einem Schiffcontainer, hier sieht es da an. Ja, es gibt ganz, ganz viele Details, die wir sehen können. Das Fahrzeug ist wie schwer? Was wiegt das? Das ist insgesamt dabei die 12 Tonnen. 12 Tonnen, Gesamtgewicht. Ja, sieht man das. Es ist sehr, sehr geländegängig. Allein das Basisfahrzeug ist schon richtig teuer und es wird immer teurer, oder? Der Cetros ist ein sehr teures Fahrzeug, aber meist wichtig ist, dass die Cetros jetzt nur in Euro 5 gebaut wird. Also dieses ist nicht mehr in Europa erhältlich. Zu registrieren. Okay, das heißt also, es ist aber zugelassen, wie ich sehe, oder? Ja, ja. Genau. Das heißt, dieses Basisfahrzeug ist quasi Vergangenheit, ist es so? Nein, das ist nicht Vergangenheit. Wir haben Kunden auch außer Europa. Und, die haben den noch. Wie gesagt, die 20 Fuß kann auch auf MAN oder ein anderer Mercedes Fahrgestell. So, das ist der Originaltank, Tankvolumen von dem Fahrzeug? Ungefähr. Warte, ich lese mal gerade. Also dieses ist die zusätzlich. Ich denke, insgesamt wird es 800 Liter sein. 800 Liter. So, das heißt, die Leute können tanken, da wo es am günstigsten ist, wo man Diesel bekommt, ja. In der guten Qualität. Das ist ja auch das Problem, wenn man auf der Welt ist. Das Fahrzeug hat jetzt AdBlue oder nicht? Dieser hat kein AdBlue, nee. Sehr schön, oder? Ja, ja. So einer der letzten, der kein AdBlue hat. Ein Rahmen, ihr habt jetzt hier einen Zwischenrahmen drauf. Wie ist das Fahrzeug gelagert? Also das ist ein 4-Punkt-Lagerung. Wir engineeren die Zwischenrahmen pro Fahrzeug. Und die Zwischenrahmen sind sehr wichtig für die Geländefähigkeit. Also das ist wirklich ein Spezialismus von uns. So, das Fahrzeug ist schon auf der Straße hier bei euch? Ist schon auf der Straße. Ja. Unter Bodenschutz, was macht ihr? Bietet ihr das an, wenn der Kunde das möchte? Das heißt, er möchte einen speziellen Unterbodenschutz haben, unten drunter, der Schutz? Ah, ja, das können wir auch machen. Ja, schönes Basisfahrzeug. Also wer noch einen Cetros hat, kann den zu euch bringen. Der hat jetzt natürlich keinen Balk, weil ich sag mal, das bedeutet, der Zugang vom Fahrerhaus hinten in die Kabine ist jetzt nicht da. Aber der Kunde, wenn er das möchte, geht das? Ja, wir machen viele Durchgänge. Ja. Dies ist unser Vorfahrzeug und damit ist das nicht gemacht. Aber das ist natürlich sehr gut möglich. Sehr schön. So, das Ganze zeigen wir jetzt mal, dass wir das haben. Und ja, Blissmobil. Preis hier von dem Fahrzeug, wie es hier steht, im Moment für 635.250 Euro, allerdings mit der niederländischen Mehrwertsteuer. Ihr habt normalerweise auch eine Luxussteuer drauf, oder? Ja, wir haben in Holland leider eine Luxussteuer. Ist sie da schon mit drin, oder? Aber das ist nicht für unsere deutsche Kunde. Ist das nicht
Es ist nicht relevant. Ja. Okay, das heißt, der Preis, der wird noch ein bisschen günstiger, oder? Nein, das Nein, ist die kommen da oben drauf. Ja. Okay. Hier steht er. Er ist schön. Wir gehen gleich mal rein. Das Ganze ist also sehr, sehr modular. Wie ich das so verstanden habe, das heißt, die Aufbaukabine kann man ja mitnehmen auf ein anderes Fahrzeug, wo es passt. Ist das Ladung eigentlich, die Kabine selber? Das kann registriert worden als Ladung. Also Sie sehen, die Box ist ein Vollrahmen wie ein Containeraufbau. Wir können das auch wirklich in Praxis innerhalb einer Stunde abnehmen. Praktisch, oder? So, ihr habt natürlich auch Zugänge, das heißt also Ladebooster und so weiter müssen ja verbunden werden, da habt ihr Konnektoren. Ja, wir haben nur einen Connector, das ist verbunden mit der Lichtmaschine von das Fahrzeug und damit können die Batterien auch über die Lichtmaschine von Fahrgestell geladen werden. Okay, sehr, sehr praktisch. Oben die Aufbauten, also das Fahrzeug kann der Kunde mitbringen. Habt ihr auch die Möglichkeit, Fahrzeuge komplett zu besorgen? Geht das auch? Oder eher selten? Na, das passiert, aber die Registration ist immer natürlich im Land, von wo der Kunde herkommt. Also damit wir machen ganze Projekte, wo wir auch unsere Kunden unterstützen in die Wahl und die Spezifikationen von Fahrgestell. Ja, interessant ist auch, man kann diesen Seekontainer nehmen und könnte ihn zum Beispiel nach Amerika verschiffen. Das ist sehr gut möglich. Ja, ist sehr gut möglich. Ja. So sieht's aus. Und unsere kleinere Aufbaute, wie die 13 Fuß dort. Der kleine, ich zeig's mal gerade, das ist der 13 Fuß, den gucken wir uns auch noch an. Ja, also diese wird auch verschifft in einen Schiffcontainer mit den Zwischenrahmen. Und damit haben wir auch viele Kunden in China, in Amerika, weil wir einfach die Aufbau verschieben können und das im Land aufgebaut werden kann. Ja, wenn man das hier jetzt verschifft, damit dann jetzt nichts irgendwie beschädigt wird an der Seite, jetzt ist das schön lackiert und so weiter, was macht ihr da beim Verschiffen? Ja, da machen wir einen Schutz, ja. Okay, sehr schön. Ja, Airline-Schienen überall. Der Kunde kann das komplett innen selber gestalten oder wie läuft das? Nein, wir haben standardisiert. Das heißt, dass wir verschiedene Grundpläne haben pro Größe von Aufbau. Okay. Und daneben haben wir viele standardisierte Optionen. Sie sehen hier die Außenküchen. Das ist eine Liste. Fertig. Ja. Der Preis ist so wie bei Mercedes-Benz, ja, die Klimaanlage. Ja, das ist Click the Box. Click the Box. Ja gut, ihr seid ja auch aus den Niederlanden, da muss ja alles einfach sein, wie die guten Frikandel. Ja, das ist dann da, nee, das war Spaß. Aber ihr habt Kunden wirklich aus der ganzen Welt? Ja, wir haben Kunden von Alaska bis Südafrika, Australien, China, die Mongolei. Wir haben Kunden weltweit. So, ich schau mal kurz rein. Da vorne ist die Wasseraufbereitung, Wasserfilter und so weiter. Also das ist alles Kundenwunsch? Das ist das technische Raum. Na, das ist alles Standard. Das ist alles Standard. Also ein, alles Standard. Ein Weltreisemobil. Da ist natürlich eine große Winde ist noch dabei. Das ist hier da und so weiter. Ja, dieses hat mit die eine Quad-Plattform. Also diese hat eine Plattform, die Türen gehen hinten, können geöffnet werden. Dann geht das ganze Plattform aus und kann unten geladen werden. Okay, verstehe. Und das heißt, hinten die Tür geht auf und ich kann dann zum Beispiel auch ein Motorrad, ein kleines, oder das würde gehen? Ja. Ich kann hier auch das Bett nach oben, nach unten, das funktioniert? Nee, das ist ein festes Bett. Bestes Bett, das schauen wir uns gleich mal an. Ja, Thema Technik, Zuverlässigkeit, ihr baut in den Niederlanden oder wo? Wir bauen in den Niederlanden, das stimmt. Ist das gut, Niederlande? Ja, warum nicht? Das war Spaß. Ich wollte nur mal zeigen. Ja, ich kenne jetzt nicht so viele Fahrzeughersteller oder Aufbauhersteller, die aus den Niederlanden kommen. Aber das Ganze sieht schon mal ziemlich... In den Niederlanden gibt es viele Schiffbau. Ich weiß. Die wissen. Und Sie können das auch von innen sehen, von Qualität und auch von Komponenten nutzen wir auch vieles von Schiffbau. Es funktioniert meistens, oder? Ja, das funktioniert gut. So, das sind die verschiedenen Grundrisse. Ja, also das sind die verschiedenen Grundrisse. Wir haben die Philosophie, dass Standardisierung für jeden gut ist. Wir haben kürzere Produktionszeiten, wir haben fixed Lieferzeiten. Wir wissen in jedem Aufbau, was darin ist. Also auch von Service können wir unsere Kunden weltweit gut unterstützen. Und insgesamt gibt es über 20 verschiedene
Grundplaner, also mit der Kombination von zusätzlichen Optionen ist es eigentlich, kann ein Kunde das wie kundemäßig einrichten. Shenandoah, ja. Ganz neue Kategorie. Das ist ja total krass, das ist ein Riesenmonster-Ding einfach, das so. Eine kleine Leiter. Ein Wetterding. Ich zeige es mal gerade, ja, sie kommt ja mit, sie lernt das Ganze kennen jetzt seit wie vielen Tagen? Vier Tagen jetzt? Ist der vierte Tag. Die kleine Treppe hier. Das Coole ist, du kannst die Treppe einfach reinziehen dann und hast hochgeklappt, da muss erstmal einer hochkommen. Wilde Tiere kommen gar nicht hoch, ja. Es sei denn, es sind Nashörner oder Giraffen. Ja, so ist es. Ja, wenn du mal kurz reingehst, geh mal rein. Schau mal gerade, ob ich das mit der Kamera schaffe. Die Aufbautür, das ist schon ordentlich verriegelt. Also so leicht kriegt man die nicht auf. Nein, es hat einen 3-Punkt-Schluss, also Verriegelung. Genau, ich drehe mal kurz rum, mal sehen, was passiert. Ah, das geht nicht. Okay. Spannend. Also oben und unten sind nochmal große Riegel, die fassen dann hier oben rein. Das heißt also, man sollte eher durch die Fenster gehen, oder? Ja, das ist wirklich nicht ganz anders. Ah ja, einmal zeigen nochmal. Ja, das ist massiv, also Stahl, also da kommst du nicht rein. So ist es. Und man muss sagen, auf Weltreisen passiert weniger, als man glaubt. Ja. Aber trotzdem, wenn jetzt hier irgendwas passiert, man muss auf jeden Fall mit dieser Tür wieder raus oder macht eine Flex dabei, oder? Man muss auch diese Tür wieder raus, ja. Oder man hat halt einen Zugang hier zum Fahrzeug. Ja, genau. Das ist optional, oder? Ja, das machen wir Fahrzeuge spezifisch. Ist jetzt hier nicht gemacht, ihr wollt ja nur mal zeigen. Weil das unser Vorfahrzeug ist, ja. Sehr schön. Okay, dann gehe ich mal rein und du kommst bitte nach. Sei so lieb. Das ist die Treppe, ich zähle mal gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. Man muss also gut zu Fuß sein. Kurz mal schauen, da bin ich drin. Ja, und das ist so der erste Eindruck. Du hast echt viel Stehhöhe im Seecontainer. Das Größte, was ich je gesehen habe bis jetzt, glaube ich, auch von der Höhe her, wenn du rausguckst. Wahnsinn. Okay. Deutsch ist, also das ist, denke ich, auch schön. Dass ich danke dir tausendfach, du hast das so toll gemacht, weil normalerweise spreche ich mit Leuten aus den Niederlanden immer Englisch, immer. Ah ja? Und das ist so, das ist für viele Niederländer auch einfacher. Ich kann das machen, aber... Gar kein Problem. Nein, Deutsch ist super. Du hast es toll gemacht. Also ja, du kannst viel besser Deutsch als ich Niederländisch. Das ist definitiv so. Thank you well. So, du sprichst auch ein bisschen Niederländisch, oder? Ja, das ist ganz praktisch, wenn man da halt in der Produktion arbeitet. So, was ist deine Aufgabe bei Bliss? Ich bin Elektriker und helfe auch in der Entwicklung. Du kennst dich auch aus. Ja, ich glaube, darum stehe ich gerade dann hier. U ist gleich? U ist gleich. R mal. Uri. Okay. Ja, genau. Uri ist der Kanton, da schreibst du oben U hin, machst einen Strich drunter. Genau. Das ist der alte Elektrikerwitz, ja, den du da hast. Aber es ist heutzutage ist ja Steuerungstechnik wahrscheinlich ein großes Thema. Habt ihr Steuerungstechnik hier drin oder ist das hier alles diskret mit Schaltern? Wir haben diskrete Schalter weggearbeitet. Wie krass! Ist das geil! Und ihr habt Schalter für alles? Ja. Die sind im Slave-System, also der Rest lässt sich über eine App bedienen. Also ich kann alle Lichter oder Abfragen des Systems über ein Tablet oder über die Handy-App machen. Warte mal kurz, ich muss das mal gerade mal komplett filmen, dass man das einmal draufkriegt. Ist das ein geiles Board? Das habt ihr selber entwickelt, oder? Ja, wir haben eigentlich alles entwickelt. Wir kaufen halt nur Teile zu und selbst vom Batterie-Management-System her ist alles entwickelt. Wir kaufen keine fertigen Batterie-Packs. Also bei uns läuft alles mit Elektrik, also mit Strom. Und wir kaufen die Zellen einzeln, das sind Lithium-Ionen-Zellen, und setzen die zu einem Pack zusammen, dass wir insgesamt 800 Amperestunden auf 24 Volt haben. 800? Ja. Ich habe jetzt 600, das langt bei mir 6 Tage mit den Servern. Ja, aber wir haben hier sehr große Verbraucher drin, aber auch 2 kW an Solarleistung auf dem Dach. 2 kW? Mhm. 2 kW? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber auch nötig. Also wir heizen komplett mit Strom. Wir haben eine Webasto-Dieselheizung als Notbackup, aber... Da unten, gell? Genau. Das ist Bedienpanel. Genau. Ich habe dieselbe. Ah, okay, there we go. Genau, wenn du mal kurz zumachst, sagen wir so lieb, da vorne ist ein Panel, das Ganze läuft über CAN-Bus, oder? Nee, ja, das ist Victron, aber also darüber kann man es halt nochmal extern monitoren, aber wir brauchen eigentlich... Also ein Tablet. Genau. Das Garmin. Das kommt jetzt mit, weil wir das halt für den Outdoor-Bereich halt auch als Navigationssystem nutzen. Wir haben...
man kann es direkt mit nach vorne durchnehmen und das auch als Rückfahrkamera benutzen. Und ziemlich cool, ja, habe ich gesehen. Also ja. Das funktioniert gut. Wenn du mal kurz mal zeigst, was man als Beispiel machen kann. Dann muss ich erst, weil es ja im Slave-System ist, aber wenn die Couch einfach ja, alles ein bisschen dunkler machen. So, wie man jetzt sieht, die bleiben an, die leuchten. Warum? Weil sie dann im Slave-System... Okay, das heißt, das ist so eine Art Override, was hier drin ist. Du genau. kannst mit den Schaltern immer noch... Genau, ja, und die stehen dann jetzt, wenn wir es hier sehen werden, im Landing an. Ne? Die sind noch an, deswegen sind sie anwesend, aber ich kann jetzt zum Beispiel in der Küche gerade ausgegangen. Wie cool, das geht auch ohne große Verzögerung. Ja, das... ist das WLAN oder Bluetooth? Wie läuft das? Das ist WLAN, ja. WLAN. Ja. Und somit kann ich, das kann ich aber auch auf meinem Handy oder auf meinem privaten Tablet alles machen. Ich mach mal wieder ein bisschen mehr. Achso, das ist im Prinzip eine App, Android oder was ist das? Ja. Okay. Ja, genau. Und so, eine Sekunde. Krass. Ja, so kann ich ganze Unit komplett monitoren. Deswegen, man sieht jetzt hier noch, haben wir noch Schalter, die laufen ohne Batterie. Das sind Piezo-Kristallschalter. Kenne ich, habe ich als Klingel in der Firma seit 5 Jahren. Ja, genau. Wenn man drauf drückt, da wird gerade so viel Energie erzeugt. Genau. Dass, die kommunizieren halt mit unseren SPS. Und das funktioniert? Das funktioniert natürlich. Die sind sogar, also die können das Licht dimmen. Und da muss man keine Kabel hinzuziehen. Weniger Teile, weniger Fehler, das ist halt unsere Devise, weil es ist ein Outdoor-Vehikel, wo man Menschen sehr lang mit unterwegs sind und wir wollen die Fehleranfälligkeit halt so gering wie möglich halten. Das Ganze ist ja gebaut für ganz schwierige klimatische Verhältnisse, deswegen habt ihr auch nicht gerade in die billigsten Fenster investiert. Wer sich da auskennt, die Fenster allein kosten schon. Ich glaube, man muss nicht mehr dazu sagen. Jeder, der sich mal selber bauen wollte oder sowas gekauft hat, genau, mehr muss man, glaube ich, nicht zu sagen, wie du schon erwähnt hast. Ja, die sind top. Also das sind Hartglasfenster, also die speziell für den Bau sind. Das, ich meine, die sind ja schon ganz nett, ja, aber das ganz Besondere ist dieses Fenster hier, weil das ist ja auch ein KCT. Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich komme aus dem Elektrobereich. Kann ich Ihnen jetzt direkt nicht so beantworten. Oh, ist nicht so schlimm. Wir gucken mal kurz hoch, bevor ich was Falsches sage. Normal steht es immer drauf. Weil du kriegst das gleich. Aber es spielt keine Rolle, es ist alles kratzfest. Das heißt, du hast ja hier bei so einem Auto, hast du immer Äste irgendwo im Weg. Ja, und das geht gar nicht ohne. Und irgendwann, wenn du durchfährst, durch den Dschungel oder was weiß ich, sind denn die Fahrzeuge immer Auto unterwegs oder gibt es da Leute, die damit auf dem Campingplatz fahren? Die gibt es bestimmt. Die kriegen dann bestimmt auch viele Anfragen von Kindern, ob sie da drunter zelten dürfen oder so. Aber nee, also Outdoor-Bereich ist schon meistens der Zufluchtsort für diese Fahrzeuge. Und nochmal kurz auf die Fenster zurück, wenn man halt Plastikfenster hat, wenn bei uns Autos im Service zurückkommen, dann sieht man halt schon, dass die wirklich durch Büsche durchgebrochen sind etc. Und wenn man da ein Plastikfenster hat, dann ist das für immer verkratzt und die Hartglasfenster halt nicht und haben natürlich noch einen ganz anderen Isolationswert. Ja, und auch viel schwieriger zu knacken, muss man auch sagen. Ja, also das ist ja auch so ein Thema, da kommen wir auch nicht so leicht rein. Ja. Allerdings kann man, ich glaube, zum Preis von den Fenstern kann man sich 10-mal die Ersatzfenster kaufen, wenn man sie denn kriegt von Dometic im Moment. Das ist das nächste Problem weltweit. Ja, man kann sich auf jeden Fall auch ein gut gebrauchtes Auto von den Fenstern kaufen, wenn man die hier rausschneiden würde. Ja, cool, ihr habt einen kleinen Mac hier hingegangen. Ja, das ist natürlich jetzt Geschmackssache. Oder also man kann aufhängen, was man will, oder man kann auch gar nichts aufhängen. Fernseher. Genau. Der hat aber ganz normal Anschluss aufs Bord-WLAN nach unten ziehen. Genau. Da ist jetzt der Messevorrat. Wie geil, ihr habt. Ja gut, ihr kommt aus Holland, muss man sagen. Chips ist da. Ja. Sag mal, Rüttelpisten, Bahnschwellen und so weiter, das muss es ja weg können. Ja? Der Möbelaufbau ist für die Ewigkeit, oder? Ja, natürlich. Bestes Beispiel ist immer, wir haben hier unsere Arbeitsplattenerweiterung und zwar aus Bambus ein Schneidbrett, wo man alles reinschieben kann. Und das ist das gleiche Material, wo die Möbel halt raus sind. Mhm. Wir haben halt jetzt keinen Pressspan, was funiert ist. Wenn da mal ein Loch reinkommt und da kommt Wasser rein, dann okay. Also Bambus ist ja extrem haltbar, muss man sagen. Auch sehr hart. Also das kommt mit dazu. Dann habt ihr das noch im Schichtverfahren gemacht. Genau. Ihr macht das ja nicht erst seit gestern. Also nee, ich brauche nichts zu erklären. So, da ist die Kaffeemaschine. Ausstattung kann ich alles wählen. Das heißt, ich kann sagen, hier die Küche oder Farben und so, ist das alles fest? Farben ist beim Polster, also alles, was bespannt ist, möglich. Ja. Aber der Rest bleibt so. Also wir bleiben beim Bambus und bei den weißen Verbundfarben.
und können halt so die Produktionsgeschwindigkeit und Modularität beibehalten. Das sieht auch ganz nett aus. Ist so der. Ich zeig mal gerade ein Detail. Boden ist echt, oder? Ja. Boden ist echt. Eiche? Natürlich. Nein, ist Laminat. Laminat, sehr schön. So, der Tisch ist absenkbar, das kann im Bett werden, oder? Ja, das, den kann man elektrisch dann runterlassen und dann einfach die zwei Kissen in die Mitte legen. Und so hat man dann, wie auch im normalen Campervan, das kennt wahrscheinlich ganz viele, nur dass es dann nicht elektrisch ist, hier ist der Ausschluss und kann... Ist aber so, das hier muss jetzt kein Weltreisemobil sein, das könnte auch jetzt ein Schlechtwegefahrzeug sein, dass ich nach Norwegen und so weiter. Also es ist ja nicht immer nur so die, ich sag mal, Hardcore-Leute, die dann da ins ganz schwierige Geläut gehen, sondern also so von der Ausstattung her ist schon fast luxuriös, oder? Für ein Weltreisemobil? Ja, natürlich und sehr funktionabel. Weltreise ist immer weit hergeholt. Das ist das. Verzeihung, was man im Fernsehen sieht. Die Realität beläuft sich immer, ich sag mal, von einem Wochenende bis auf 2, 3, 4 Monate. Das ist so der... aber ich sag mal so, aber durchaus gibt ja so entsprechende Anbieter, Abenteuer Osten oder sowas, die das anbieten, wo, ich sag mal, Leute mitfahren. Das hier ist ein Reisemobil, da kann ich da mitfahren, oder? Ja, ja. Ja, sie haben ja auch eine Wasseraufbereitungsanlage. Wir haben den Kühlschrank da drin, ein kleines Eisfach. Und dann haben wir da noch ein großes Eisfach von 80 wo? Litern. Da sitzt die Dame gerade drauf. Ja, holen wir gerade weg. Das ist die Tischplattenerweiterung. Genau. Wenn ich das mal kurz filmen darf, die Rückseite hier nochmal von dem Kissen. Das ist auch schön gemacht. Das ist magnetisch alles. Ja, genau. Wir rasten dann hier ein und so befestigen wir es dann wieder an der Wand. Sehr einfach. Und dann? Genau. Dann einfach das Kissen weg. So, das ist dann quasi das Vorratsfach. Ja, das hier haben wir halt den Waffen. Dometic. Genau, die bieten ja alles in allen Größen an. Genau, ja. Gut, sehr zuverlässig. Kompressor? Der ist halt jetzt auch nicht nur als Eisfach gedacht, wenn man jetzt ein Wochenende weg ist und noch zusätzlich eine Kiste Bier kalt stellen muss. Kann auch kühlen. Kann auch auf 8 Grad, nicht nur allein auf minus 18. Jenny, wenn du mal gerade hier oben mal aufmachst, so ein Fach mal reingucken, die sind wahrscheinlich alle ähnlich groß. Ja, genau. Cola. Ja, das ist jetzt so, was man auf der Messe halt Messekram. Genau. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Weltenbummler nur Coca-Cola und Pepsi trinken. Aber die sind jetzt auch, viel wichtiger. Sollen wir nochmal aufs Rütteln zurückkommen? Gerne, ja, klar. Wie geil. Das ist Porzellan? Das ist alles echtes Porzellan. Wir sind da ein bisschen, haben uns ein bisschen was aus dem Schiffsbau abgeguckt und adaptiert. Stimmt, und da geht jetzt Wellengang, das kann schon mal richtig hart werden, oder? Ja, gibt auch bei vielen Schränken, wenn man allein schon mit den Handtüchern oder so, kann man sich generieren. Darf ich das mal sehen, so einen Teller, wie das geht, wenn man den rauskriegt? Magnet, nee. Nee, das sind so Schnapper. Okay. Ja, und dann einfach... Ziehen. Genau. Und das setzt sich aber durch das ganze Fahrzeug fort, also wenn ich mal kurz hier... Ist eine coole Idee. Aber das sieht so aus wie beim WMF, was ich zur Hochzeit geschenkt bekommen habe. Ja, genau. Sehr funktionell, Gläser. Holländische Kekse. Ja. Ja. Das sind übrigens die mit den Links dazwischen, das Karamell. Das ist ganz gemein. Das ist der Sirup. Die man so in die Mikrowelle macht vorher, oder? Ja, das kann man auch machen. Darf man nicht zu lang, sonst macht man lange sauber. Ich weiß. Die platzen. Ja, genau. Ja, und wir haben da natürlich verschiedene Gimmicks noch, ne, was einfach Erfahrung ist. Man muss das schon als Hobby haben, um mit Passion immer weiter zu entwickeln. Wir haben keinen Standard, weil hätten wir einen Standard erreicht, dann würden wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Es entwickelt sich halt immer weiter und dann sind zum Beispiel so kleine Sachen wie die Sachen in der Küche mit Magneten. Nochmal zeigen, das habe ich nicht mehr bekommen. Also du holst das Ding runter und dann hast du hier so zwei Pads. Ja, geil. Und das bewegt sich sicherlich nicht. Stimmt. Also ich habe jetzt auch so Magnethalter gesehen von Gläsern, die sich auch nicht bewegen. Ja. Was ist da drunter? Ja, das ist so, was eigentlich unter jeder Spüle ist. Ne? Löschdecke und Mülleimer. Putzlappen. So, Kühlschrank mal gesehen, das ist da. Ja, wichtiger ist ja noch der Schlaf. Da habt ihr ein System. Wie kommt man da hoch? Achso, was noch nicht gezeigt wurde. Sie hat gerade das Auto zerlegt. Die Waschmaschine, eine Mini. Die Waschmaschine, genau.
Ja, eine Deo Mini hatte ich im Einsatz, muss ich sagen. In Frankreich kriegt man die sogar. Das ist also, die wird dort ganz offiziell vertrieben und gebaut. Ich glaube, in Deutschland wird es schwierig. Bei uns kriegt man die auch. Korea, habe ich gesehen. Ja. Korean Production. Genau. Denn genau, man muss nur wissen, wo es sie gibt, dann kriegt man sie. Ja. Tolle Waschmaschine, kostet wenige 100 Euro und ist sehr klein und funktioniert wie eine große. Also hat ein ganz tolles Waschergebnis. Jetzt die Frage, wie kommt man hier hoch, wenn du mir das einmal zeigst, so mal kurz mal demonstrierst. Das ist jetzt also die Quad-Garagen-Version und dann klettert man einfach die drei Stufen hoch. Okay. Genau, wenn ich mal kurz reinlegst. Achso, man braucht das Fenster bei großen Menschen. Nee, braucht man nicht. Man kann es halt so reinlegen. Das war Spaß, wollte nur gerade. Bettlänge sind 2 Meter? 2 an 2. 2 an 2. Man kann längs oder quer. Ja. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil man hat ja keine Hubstützenanlage hier. Je nachdem, wie man steht, ist es besser quer oder längs. Das spielt das keine Rolle. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch so schlafen. Aber es ist halt auch vor allem bei der Höhe, bei der Austrittshöhe wichtig, dass man nicht zwingend über einen Partner hier noch drüber klettern muss, um auf Toilette zu gehen. Darum ist das Längsschlafen bei dieser Höhe auf jeden Fall angebracht. Ja, da oben ist ein Notausgang, da käme ich raus zur Not, kann dann über die Leiter nochmal runter, oder? Genau, ja, wenn man es will. Es würde gehen. Sternen, okay, verstanden. Hier kann ich raus. So, da habe ich dann nochmal 2 Fenster. Ich habe eine Schiebetür, da kann ich zumachen, kann ich mich vereinzeln. Sie können zweifach abtrennen. Also Sie haben einmal hier die... Ja. Die Schiebetür, ne? Das ist auch so ein klein bisschen Kajüten-Style, die kann ich halt zuziehen. Oder ich kann halt generell hier 2 Räume draus machen, weil hinter Ihnen, wenn der Tisch abgesenkt ist, kann ich ein Bett von machen. Dann kann ich hier so und beide können aufs Klo, ohne den anderen zu behindern, können in die Küche und so weiter. Das geht. Ja, schön. Das ist kein Problem. So, ich schau mal gerade ganz kurz. Ihr habt natürlich Vorrat an Wasser. Was habt ihr an Bord? Bei diesen 515 Liter. 515 Liter. Die Kabine, was wiegt die ungefähr komplett? Beim Quad Garage ist 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen. Allein die Kabine. Allein die Kabine. So, ich guck mal gerade. Also mit 7,5 Tonnen wird es eng, oder? Ja. Da wird es eng, also da muss man weiche Pferde vorspannen. So, da habt ihr was anderes, oder? Wenn also jemand unbedingt 7,5 Tonnen haben möchte, wird es gehen? Das wird gehen. Da würden wir zum Beispiel den Daily anbieten mit einem 13 Fuß oder 11 Fuß. Geht auch. Preis von so einem 11 Fuß? Was wird der ungefähr kosten? Basis? Ohne Auto. Also ja, ohne Auto, ja. Basis mit der Mehrwertsteuer der Holländer müssten wir so bei 226 anfangen. Also inklusive. 226.000 Euro. Okay, verstanden. Da ist aber alles mit drin, was wir jetzt gesehen haben. Da ist alles, das Bett ist auch mit drin. Das Bett ist auch mit drin, ja. Das Schränkchen hier ist mit drin. So, ich aber das hier ist ja nicht die Standardvariante vom 13 Fuß. Wir sind das grade, ist schöner. Genau, wir sind gerade im 20 Fuß Quad Garage. Nee, ich sag nur vom Typ her. Das ist auch das gleiche Holz. Ja. Der gleiche Aufbau, das verstehe ich. Ja, man kann unglaublich viel machen. Ventilation, ihr habt eine Klimaanlage hier drin? Ja, genau. Wir haben eine Klimaanlage zum Heizen und zum Kühlen, okay. Eine Truma. Und zusätzlich halt noch die Fußbodenheizung. Also im Schnitt ist der Kunde eigentlich mit der Fußbodenheizung bis im Nullerbereich gut bedient, wenn er die dann anstellt. Wärme steigt hier nach oben und dann das, was fehlt, mit der Truma nacharbeitet. Der Diesel, wo kommt der denn her für die Webasto? Für die Webasto, ja. Wo der versteckt ist? Ja, genau. Da gibt es einen extra Tank, oder? Für. Ach so, ja, da ist jetzt kein großer Tank, da ist 5 oder 10 Liter Jerrycan dabei, weil die eigentlich das echt ein Backup. Backup, falls der andere nicht geht. Das heißt, also man heizt hier elektrisch, richtig? Ja, komplett. Schön. Ja, weil Amperestunden, das geht. Ach so, das ist ein Inverter, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, da ist eine Wärmepumpe drin, die wärmt, richtig? Nee, wir haben ganz normal gar nichts. Alles elektrisch. Alles elektrisch? Ja. Das heißt, es gibt eine Truma-Elektro-Heizung, das ist eine Klimaanlage? Nee, genau. Ja. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, ich habe auch so eine Doppelkolben-Kompressor-Klimaanlage auf dem Dach, die kann auch heizen, Inverter-mäßig. Also ist das gleiche wie praktisch ich in der Wohnung habe, eine Wärmepumpe, die heizen und auch kühlen kann? So gesehen, so gesehen. Das ist das Wärmetauscherprinzip. Also so kann man es sehen und wir haben halt so wie man es genau Ausschwimmer und in dieses System ist halt der Webasto mit eingearbeitet. Das heißt, wenn Himmel und Erde zusammenbricht, dann kann man den da einschalten. Backup. Genau, der hat aber kein zweites System, greift dann auf das gleiche Röhrensystem zu.
Verstanden. So, und die ganz Schlauen, die würden sich dann noch eine kleine Tauchpumpe nehmen, genau, diesen Diesel nachpumpen und dann hat man, außerdem hat man ja Diesel dabei. So. Genau, Diesel hat man dabei, das ist jetzt gar nicht so schwierig, dann mal aus so einem großen Tank was zu holen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, noch eine Verbindung zu schaffen, das ist eine Option bei uns, dass wir eine Verbindung vom Webasto, also wo die Jerrycan auch ist, zum Dieseltank selber schaffen. Das geht. Das geht. So, ich drehe mich mal ganz kurz. Das ist der Schrank? Das ist der Schrank. Mal kurz zeigen. Da ist von Fusion, was ist das? Ja, das ist unser Stereo-System, was sich natürlich auch über WLAN ganz normal bedienen lässt. Also wenn ich jetzt draußen sitze beim Grillen, kann ich dann einfach über mein Handy draußen Licht, Musik und alles bespielen. Sehr schön. Und daneben, was ist da? Das ist jetzt eigentlich für Jacken. Ne, so, genau. Das ist jetzt Wasser- und Putzvorrat für die Messe, aber wir haben hier eine Kleiderschrank, ne, um auch Jacken etc. weghängen zu können. Und noch eine Schublade, eine große. Genau, ja, das ist jetzt einfach, ja, ich muss ja mal zeigen. Ja, ja, klar. Der Stauraum und weißer so. Stauraum. Ich zeig mal gerade die Dusche. Wenn du mal gerade rauskommst, bitte. Die Tür, ja. Wenn du noch nicht an bist, du kannst die, nee, brauchst du nicht. Du kannst von hier besser machen. Wie denn? Ja, ich zeig's dir einmal. Warte. Nee, also wenn du hier stehst, kannst du selber machen. Ja, achso, die geht um 180 Grad. Genau, die kann ich halt spannend so rausziehen. Und ich hatte schon auf... ist ja viel einfacher. Ja, schon aufgemacht das Klappwaschbecken. Das kann ich so wieder gegen die Wand klappen. Wenn zum Beispiel jemand auf Toilette ist, kann ich da mir auch noch die Hände waschen. Ja, es ist alles so unglaublich stabil, muss ich schon sagen. Ja, das ist einfach Erfahrung. Ne? Ja. Wir haben durch das Overland Travel extrem viele Reisen im Jahr in allen Teilen der Welt. Also ich sag mal von allen Klimazonen der Welt, wirklich vom Nordkap bis in Afrika. Und da unser Kunde kriegt natürlich das Fahrzeug uns damit weg. Aber wenn die jetzt mit den Rentals unterwegs sind oder unsere Kundenreise machen, dann sehen wir immer unsere Fahrzeuge wieder. Und wir können die ganz normal monitoren und sehen, was das Fahrzeug macht. Und wir haben eine enorme Lernkurve dadurch, dass wir einfach... Also okay, das heißt, es gibt ein Feedback von den Kunden, die euch auch sagen, hier, das da war nicht so toll, das war besser oder nee, wie? Nee, wir haben ja auch den Veranstalter, der das macht mit uns. Das ist ein Partner und der kennt die in- und auswendig. Und das sind ja unsere Fahrzeuge, das heißt, wir kriegen die zurück und wissen, was die gemacht haben. Ach so, die sind im Rental, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Die werden ausgeliehen für die Reise. Genau, man kann die jetzt nicht für ein Wochenende Minicamping in Holland ausleihen, aber man kann damit jetzt zum Beispiel 2 Wochen nach Island oder nach Afrika, nach Marokko, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und wenn die dann zurückkommen, dann kriegen wir das Feedback von unserem Veranstalter und konnten aber auch schon eine ganze Zeit zwischendurch alles online mitverfolgen, wie sich die Systeme verhalten in den verschiedensten Klimagebieten. Und das sehen wir auch immer am Material. Es wird extrem beansprucht, fast täglich. Gerade sind sie auch wieder in Island. Und so sehen wir, was funktioniert, was nicht funktioniert, was schnell verschleißt. Können immer neue Sachen ausprobieren. Was ist da drin, unten in dem? Das ist einfach der Inverter und... Einmal zeigen bitte, ja, dass man mal sieht, wie toll ihr das verarbeitet habt. Victron. Achso, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Ah nee, Victron Energy. Ist das böse? Okay. Nee, nur dass wir es, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist nicht so schlimm. So, da vorne sieht man eh schon Victron. Genau. Also, was ist da drunter unter den Schaltern? Das ist Revision oder? Eine Sicherung. Eine Sicherung. Da sind die ganzen Sicherungen. Darf ich mal sehen, einmal ganz kurz? Auch nicht. Nee, also technische Sachen darf ich leider nicht zeigen. Technische Sachen. Okay, wir können mal rüber zeigen. Wir machen jetzt mal eins. Wir gehen noch ganz kurz ins Fahrerhaus rein, denn das interessiert die Leute. Der ist zwar nicht mehr lieferbar oder nicht mehr da. Ja, das müssen wir auch erst leer räumen. Okay. Ich kann mal gucken, dass ich jetzt hier nicht... So, jetzt bin ich da. Und ich zeige mal in der Zeit schon mal ganz kurz hier das Fahrzeug. Das ist der Unimog. Auch sehr, sehr schön. Und Sie haben natürlich ganz viele Sachen da. Hallo, alles gut? Ist das schön hier? Ja, erzählen wir gleich. Erzählen wir gleich. Es ist echt gut. Bambus, wie Bambus. Cooles. Ja, German Television. Ja, gerne. Ich kenne das mit dem Messebetrieb, das ist vollkommen okay. Ja. Aber ihr seid jetzt da, jetzt jedes Jahr auf der, auf dem Caravan-Salon? Ja, schon. Ja. Ich war letztes Jahr so busy, ich habe sie irgendwie wahrscheinlich übersehen. Wahrscheinlich war das Auto zu klein. Wahrscheinlich.
Okay. Es ist genügend Platz. Um mal kurz reinzugucken. Ja, wenn du mal reingehst, du bist jetzt die Fahrerin, du hast ja einen C-Führerschein. Mhm. Das macht man ja so als Student. Ja, meistens dienstags. So. Wow. Und das wäre jetzt dein... Was für ein Gefühl. Dein Fahrerhaus, das du hast. Das Ganze ist luftgefedert. Das ist jetzt ein Auto, das, ich glaube, höchsten Bedingungen entspricht. Also dafür wurde es gemacht, ja. Ich bin jetzt kein Fahrzeugexperte, aber allein schon von den Anfragen der Kunden bezüglich dieses Fahrzeuges eilt sein Ruf voraus, ja. Ja, Cetros, gibt es ja auch einen, den ich immer wieder auf YouTube sehe, der reist damit durch die ganze Welt, hat einen Cetros. Da sind sogar Zollbeamte, die sagen dann bitte mal aussteigen. Mhm. Aber nicht, weil sie ihn kontrollieren wollen, die wollen mal rein. Es ist wirklich so. Also wenn man hier steht, dann sieht man auch schon immer, wer alles hier am Schild stoppt und damit Fotos macht, draufklettert. Ja, das ist richtig cool. Aber es ist auch wirklich außergewöhnlich. Also jetzt ist jetzt kein Auto, was man so im Vorgarten stehen hat. Ich zeige mal so Kleinigkeiten. Also es erinnert so ein bisschen an Armee-Look. Das heißt, es ist ein Armee-Auto. Ist ein Armee-Auto. Ja. Dafür ist es da. Wenn du hier oben auch mal reinguckst. Also das ist quasi der etwas größere Unimog. So kann man sagen, oder? So kann man sagen, ja. Ja, Platz habe ich hier noch richtig viel. Ja, das ist der anderthalb Kabine. Dass ich also hier noch was zuladen kann zum Beispiel. Mhm. Und hier könnte auch noch ein Sitzplatz sein, theoretisch in der Mitte. Mhm. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, genau. Das ist so. Das ist ein Arbeitsplatz. Also wenn der läuft, ist der laut? Hast du mal gehört, wie der klingt? Ja. Schon laut, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist ein Arbeitsfahrzeug, so wie gesagt. Und so verhält er sich auch. Sehr schön, das haben wir gezeigt. Ja, tolle Firma, muss ich sagen. Also ein ganz anderes Konzept. Das heißt, ihr macht also Container. Und ich darf dir mal kurz mein Mikro geben. Ja. Dankeschön. Und hier die Kamera. Weil ich werde hier kurz halten. Langsam runter ist besser als ganz schnell. Da bin ich. Vielen, vielen Dank. Und heute am... Was haben wir denn heute an? Heute ist der 30. August 2021. Wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Da ist er, der Cetros 6x6, ja, in einer richtig tollen Ausstattung am Stand von Bliss Mobil. Wenn ich Interesse habe, ihr habt eine Webseite natürlich, genau, kann man drauf gehen. Bekommen. Ihr habt einen Showroom? Nein, kein Showroom. Kein Showroom. Da stehen wir gerade drin, auf den Messen. Nächste ist in Bad Kissing im Oktober, Ende Oktober. Da bin ich komplett. Genau. Ja, Abenteuer Allrad. Genau. Dankeschön. Tschüss euch beiden. Ciao. Ciao.